I wanna get the Rari, but I know it takes some time. Skrskr. Pre-roll, shut it, light it up, you know you're fine. Low five with my five. Yes, Leute, was geht ab? Amina, Sucuk. Ich bin mal wieder nicht auf dem Bike. Ich stehe nämlich davor gerade. Mein gefälschten Yeezys. Heute habe ich mir gedacht, mache ich mal ein ganz anderes Video. Und zwar, jetzt hört zu, Leute. Es geht nur an die Leute, die irgendwie vorhaben, ihren Führerschein zu machen jetzt bald. Irgendwie kurz vor ihrer ersten Fahrstunde sind oder allgemein so mal ein bisschen was über Motorräder wissen wollten, weil Moji zeigt euch heute, wie man, schaut meinen Schatten an, wie man Motorrad fährt. weil das Ding ist, ich weiß noch damals, als ich mal einen Schein gemacht habe, habe ich mir auch so Tutorials angeschaut, weil ich wusste nicht mal, wo man schaltet, ich wusste nicht, wo man die Gänge wechselt, ich wusste nicht, wie man fährt, ich wusste einfach gar nichts. Und dann sind solche Videos, grüß dich, servus. Johanna. Dann sind solche Videos ganz geil. Ah, fuck, jetzt kommt hier ein Auto, Alter. Sorry. Christi. Digga, was sind denn hier so viele Leute unterwegs, Mann? Ja, ich habe mir auch solche Videos angeschaut und das war echt eigentlich voll hilfreich so. Weil man hat einfach ein besseres Gefühl, wenn man so in die Fahrstunde reingeht und wenigstens so ein bisschen was weiß. So. Weil wenn dich dein Fahrlehrer fragt, ja, wo schaltet man? Und du sagst, ach, Bro, keine Ahnung. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen behindert. Also man macht es eher so für sich. Klar, lernt man alles in der Fahrstunde so. Euer Fahrlehrer wird euch alles sagen. Das stimmt auch viel besser als ich. Aber ich wollte euch trotzdem mal so ein bisschen zeigen, so, auf was man vielleicht achtet, wie man vor allem anfährt, mit welcher Bremse man bremst und so ein paar Sachen so beschreiben und erklären. Ich denke, ich bin ein richtiger Professor. Yes, also fangen wir mal an, Leute. Erstmal zu den Bremsen. Ich setze mich mal drauf. Wir haben einmal eine Vorderradbremse, die ist rechts. Das ist die hier. Vorderradbremse. Und eine Hinterradbremse. Die ist hier. Also auch rechts. Und mit der bremst man eben mit dem Fuß. Dein Fuß! Fürs Hinterrad. Die oben rechts ist fürs Vorderrad. Das Ding ist jetzt, boah, ist mir heiß. Das Ding ist jetzt, ich und ich glaube, ich kenne keinen, der das anders macht. Wenn man Motorrad fährt auf der Straße, bremst man eigentlich fast nur mit der Vorderradbremse. Außer man macht jetzt irgendeine Vollbremsung oder sowas. Aber man bremst hauptsächlich mit der Vorderradbremse. Ja, die denken sich auch so, das ist ein guter Jimbo mit seiner Kamera da. Ich glaube, in der Fahrschule war es so, also ich habe es zumindest so beigebracht bekommen, dass man mit beiden bremst. Wenn man mit beiden bremst, ist es wahrscheinlich sicherer und so, aber... Also, ich kenne keinen, der mit der Hinterradbremse bremst, wirklich. Aber das wird euch euer Fahrlehrer nochmal sagen, nur so zur Erklärung, was heißt Erklärung? Also hier ist die Hinterradbremse unten und vorne rechts ist die Vorderradbremse. Wenn wir jetzt hier auf die andere Seite rübergehen, haben wir hier die Kupplung. Das ist die Kupplung, das seht ihr auch hier. Das ist das Seil von der Kupplung. Genau, was kann man denn noch so sagen über ein Motorrad? Gut, hier Zündung an. Einfach einmal nach rechts drehen. Ah ja, von den Knöpfen vielleicht so ein bisschen. Hier haben wir bei mir, das ist natürlich bei jedem Motorrad anders. Hier haben wir bei mir das Fernlicht. Das ist halt so eine Fernlichthupe so mäßig. Hier links haben wir die Blinker, also das hier. Das, wenn man eben nach rechts geht, blinkt es rechts. Seht ihr auch hier. Wenn man dann hier drauf drückt, dann geht es wieder weg. Das ist eigentlich bei jedem Motorrad gleich. Das ist die Hupe. Hier haben wir den Kill-Switch. Wenn man den eben anschaltet, sieht auch bei jedem Motorrad anders aus, dann ist quasi so der Kreislauf unterbrochen und man kann die Maschine nicht anmachen. Ja, wenn man ihn eben wieder ausmacht, dann kann man sie anmachen. Ihr seht auch, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt, aber die Zündung, also die Maschine fährt sich neu hoch, wenn man eben den Kill-Switch wieder anmacht oder ausmacht. Yes, was kann ich denn noch so sagen über Spike? Na gut, der Rest erklärt sich halt von selber eigentlich. Ich brauche jetzt nicht sagen, dass das ein Reifen ist und das ein Auspuff. Das ist der Sozius-Sitz. Das wissen auch ganz viele nicht so, die einfach keinen Plan von Motorrädern haben. Sozius ist einfach die Bezeichnung eben für, dass man einen Beifahrer hinten mitnehmen kann. Ja, das ist eine Fußraste. Okay, nee, ich sehe schon, das reicht jetzt erstmal im Beschreiben. Ich würde sagen, komm, ich klatsche meine Handschuhe mal hier auf den Boden. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal und ich zeige euch jetzt, wie man Motorrad fährt, Leute. Nach dem Video könnt ihr Motorrad fahren. Also ihr wisst zumindest, wie es geht. Fahren könnt ihr, tut ihr noch nicht, aber ihr wisst, wie es geht. So, wenn ihr jetzt noch nie gefahren seid, dann würde ich euch empfehlen, ich glaube, ich habe es in der Fahrschule auch so gemacht, dass man erstmal die Beine ausgestreckt lässt, falls man eben irgendwie kippt oder so, dass man halt nicht umkippt, einfach, dass man Halt hat, so. Ja, jetzt machen wir die Maschine einfach mal an. Das ist auch bei jeder komplett anders. Bei meiner Maschine muss man die Kupplung ziehen und halt hier oben den Startknopf betätigen. Natürlich darf der Killswitch nicht gedrückt sein, sonst geht es ja nicht an. Hier einfach, bis sie eben angeht. So,
Und jetzt läuft das gute Schätzchen schon. Und jetzt fangen wir an. Oh, warte mal, ich habe ja das Wichtigste vergessen, Alter. Schalten beim Motorrad. Warte, ich mach nochmal aus. Digga, das ist das Allerwichtigste. Deswegen wollte ich das Video eigentlich machen. Beim Motorrad schaltet man hier unten, okay? Das ist links. Das ist eben der Schalthebel. Wenn man jetzt in den ersten Gang will, okay, zum Anfahren, dann zieht man eben die Kupplung und geht nach unten. So, jetzt ist der erste Gang drin, okay? Also nach unten ist erster Gang. Wenn ich jetzt vom ersten wieder in Leerlauf will, gehe ich nur ein bisschen hoch. Also halt eben nur... Digga, habe ich mich gerade erschreckt. Also eben nur... Ist jetzt mit der Hand ein bisschen schwer. Jetzt, so, jetzt ist hier auf neutral wieder. Also nach unten ist der erste. Wenn man dann wieder neutral will, dann geht man nur leicht hoch. Das hört sich behindert an, aber das checkt ihr, wenn ihr dann fahrt. Weil wenn ihr von ersten zweiten schalten wollt, dann müsst ihr eben stärker nach oben. So, jetzt ist der zweite drin. Also so halb nach oben ist wieder neutral und der zweite ist halt stärker nach oben. Und jetzt, wenn man den dritten schalten will, natürlich wieder nach oben. Also einfach immer hoch, 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 bis man halt im letzten Gang ist. Genau so funktioniert die Schaltung beim Motorrad. Es gibt dann auch noch so Racing-Zeug da, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dass man eben nach oben den ersten hat und nach unten die anderen Gänge, aber das juckt euch nicht, weil ihr einfach euren Führerschein gerade macht. Und ich denke mal nicht, dass ihr irgendwie eine HP4 Race oder sowas fahrt in eurer Fahrschule. Genau. Gut, es gibt auch noch Quickshifter und sowas, da braucht ihr keine Kupplung. Aber das braucht euch alles nicht zu interessieren. Jetzt habe ich euch erstmal erklärt, wie man schaltet. So, jetzt machen wir das Bike nochmal an. Kupplung. Zack. Hier seht ihr auch, ich bin gerade neutral. Wenn ich jetzt nach unten schalte, also schaut. Ich schalte einmal nach unten einfach. Jetzt steht hier Gear und halt eine 1. Also ich bin im ersten Gang, okay? Ich zeige euch jetzt nur das Anfahren erstmal. Beim ersten Mal würde ich euch empfehlen, einfach nicht so viel Gas, also nicht so viel Gas machen, mehr mit der Kupplung. Einfach ganz langsam, ihr seht es, einfach ganz langsam die Kupplung kommen lassen. Und dann rollt sie schon von alleine. Ich lasse jetzt mal, ich mache jetzt mal komplett ohne Gas, also ich lasse die Kupplung nur kommen, wirklich. Ich gebe gar kein Gas. Ich lasse sie nur kommen, zack, und jetzt rollt sie schon. Jetzt mache ich meine Beine hoch und ich bin am Rollen. Wenn ich rolle, mit meinem Fest. So, wenn ihr jetzt dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl dafür habt, könnt ihr mal mit dem Gas versuchen. Das ist genau das Gleiche. Also ich mache wieder den ersten Gang rein. Einfach Kupplung langsam kommen lassen und dann ein bisschen Gas geben. Halt nicht zu viel. Also seht, meine Drehzahl ist bei 2000 oder so. Wirklich nicht hoch. Aber da tastet man sich eben ran. Das ist einfach eine Übungssache, bis man es halt eben besser kann. Und auch ganz wichtig beim Bremsen, immer die Kupplung ziehen. Also wenn ihr jetzt stehen bleibt, meine ich. Schau, ich ziehe die Kupplung und bremse. Damit sie halt nicht abstirbt. Wenn ihr jetzt in der Kurve mit 60 oder so bremst, dann zieht ihr natürlich nicht die Kupplung. Also wenn ihr halt normal fahrt im Straßenverkehr, dann immer nur halt bremsen. Ihr wisst, was ich meine, das ist ja wie beim Auto. Einfach, wenn ihr wieder stehen bleibt, dann müsst ihr halt die Kupplung ziehen, wenn ein Gang drin ist. Ihr könnt auch während dem Fahren in neutral schalten, dann müsst ihr natürlich keine Kupplung ziehen, aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie man in zweiten Gang schaltet. Also ich fahre jetzt einmal im Kreisverkehr und wieder zurück. So, jetzt gebe ich ein bisschen Gas und wenn ich schalten will, dann ziehe ich die Kupplung und mache einmal stark nach oben unten hier. Zack, jetzt bin ich im zweiten Gang, okay? Und wenn ich wieder in den ersten will, dann einfach wieder Kupplung ziehen und ganz nach unten, dann bin ich wieder im ersten. Genau, Leute, so einfach ist es. Das war so ein bisschen das Anfahren, Schalten und so weiter. Wie gesagt, so ich glaube, das Video ist halt für sehr viele Leute unnötig. Aber auch wenn es nur ein paar Leute sind, denen ich so ein bisschen weiterhelfe, das Gefühl, so die Angst ein bisschen nehmen kann, dass man eben halt so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt, dann freut mich das doch schon auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich fahre jetzt eh zu Allgut gerade. Dann filme ich noch ein bisschen weiter. Kann ich noch so ein paar Sachen übers Lenken sagen. Und dann reicht es auch schon, würde ich sagen, so für das Video. Ich will da jetzt nicht zu viel drumrum labern, weil eigentlich ist ja alles relativ klar. Bloß wie gesagt, einfach für die ganzen Leute, die einfach gar keinen Plan vom Motorradfahren haben, den muss ich jetzt mal ein bisschen näher bringen. Yes, also nochmal, ich ziehe Kupplung, erster Gang. Lass die Kupplung kommen und gib ein bisschen Gas. Und schon rollt die gute alte Suzuki. Schon rollig. So, und wenn ich jetzt hier im Kreisverkehr fahre, ihr seht, ich fahre jetzt so 10 km/h, dann lenke ich eher mit dem Lenker. Also ich lehne mich jetzt nicht so rein oder so. Ich lenke eher mit dem Lenker. Das ist halt eben, wenn man langsam fährt. Wenn man jetzt aber schneller fährt und eine Kurve, also wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mache, dann ist es sehr viel mit dem Körpergewicht. Also man macht sehr viel, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, mit der Hüfte halt eben, also sehr viel Körpergewicht verlagern. Ihr seht es auch so. Also ich lenke halt einfach nur mein Körpergewicht, das Bike. Ich mache nichts mit meiner Hand. Wie gesagt, ihr werdet das alles in der Fahrschule beigebracht bekommen. Ich bin jetzt kein Fahrlehrer oder sowas, also die können es bestimmt besser als ich. Das Video sollte jetzt einfach nur so die ganz grundlegenden Sachen sein, damit ich euch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen konnte. Und ja, Leute,
dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace!